Schönen guten Morgen, meine Freunde. Ja, heute wollen wir ein Thema anberechnen, was ich schon häufiger gelesen habe mit digitalen Nomaden. Die denken alle, man kann in Thailand kommen und über Internet arbeiten. Nein, es ist noch eine Grauzone, aber die Regierung ist am Arbeiten, das zu ändern. Und das ist weltweit auch verboten. Bei digitalen Arbeiten muss man eine Arbeitserlaubnis haben, auch in Thailand. Und wenn man erwischt wird, die werden verwiesen aus dem Land und bekommen eine hohe Geldstrafe. Viele lesen nicht das ganze Gesetz und so oder lesen das nicht im Internet, was das Ministerium rausgibt. Viele denken, ja, das ist einfach. Nein, es ist nicht einfach. Das ist in Amerika genauso verboten so wie in Deutschland oder Europa. Und das ist in Thailand auch. Machen zwar viele, aber bis sie erwischt werden, dann ist das Gejammer groß. Man muss überall eine Arbeitserlaubnis haben, wenn das arbeiten muss, wenn du willst. Genauso wie ein Computer und so. Es ist schon viel mit Arbeitserlaubnis erleichtert. Auch so die Bauhandwerker, die so eine Bauaufsicht machen oder Architekten und Ingenieure, die werden weltweit gesucht. Auch Thailand sucht die. Das ist schon freigegeben und so. Und Thailand braucht auch Fachkräfte. Und deswegen haben sie es auch erleichtert. Wenn du digital arbeitest, gibt es auch viele deutsche Firmen, die hier in Bangkok sitzen und die suchen auch Leute. Ja, und dann denken viele so, man kommt da so ungefähr gut mit 700-800 Euro aus. Ja, wenn ich immer so alle so die YouTuber höre mit Partys und so, das glaube ich nicht, weil Alkohol ist sehr teuer in Thailand. Ein Bier kostet so ungefähr 60-70 Baht, wenn du aus dem Laden kaufst. Gehst du in Disco oder in Bars, zahlst du schon 120 Baht, das Doppelte. Trotzdem noch billiger als wie in Deutschland. So mit Suppen essen und so kannst du nicht tag und täglich machen. Man muss mir verschiedene Gerichte haben. Ich weiß das nicht. Ich habe es mal ausprobiert. Eine Woche Nudelsuppe mir für 40, 50 Baht. Und ich konnte das nicht alles essen. Jede Woche das Gleiche. Nur weil ich das baue und faul war, irgendwo anders hinzugehen. Aber jetzt mache ich das ja auch Abwechslung. Mag ich da essen, mag ich hier essen, mag ich da essen. Dann komme ich so immer auf mein Essen so ungefähr 100, 120 Baht bis 130. Mit Getränke komme ich auf 150 Baht. Das ist ja nur eine Mahlzeit. Und wenn du das jetzt ausrechnest, dass zweimal braucht man am Tag essen, Frühstücken tue ich nichts, da langt mir schon, wenn ich einen Keks esse und meinen Kaffee habe und meine Zigarette. Nur mittags und abends wenig. Ja, da komme ich immer so auf meine 300 Baht pro Tag. Das sind so ungefähr knapp so 10 Euro, 8 bis 10 Euro pro Tag aus. Dafür kannst du auch zwar nicht in Deutschland ernähren. Viele stellen sich immer leicht, ach, das ist leicht hier in Thailand zu leben. Ja, könnte sein. Um mal so sagen, es sieht erst alles rosig aus, bis die erste Problem kommt, dann ist das Gejammer groß. Man muss überall eine Arbeitserlaubnis haben. Ich habe eine Arbeitserlaubnis durch meine Frau, weil ich verheiratet bin und so. Ich habe nur ein Gewerbe Kauf und Verkauf gemacht. Da kannst du alles, was du kaufen kannst in Europa oder in Asien und wieder verkaufen und so. Du kannst auch einen Laden aufmachen, kaufen und verkaufen. Du kannst was herstellen, kannst verkaufen. Nur, es kostet Geld, du musst Steuern drauf zahlen. Das ist genau das gleiche wie in Deutschland. Aber dann hast du auch ein bisschen mehr Rechte, wenn du ein Gewerbe anmeldest. Weil du hast immer die Minderheit, wenn du eine Firma aufbaust, das ist das. Du stehst immer auf 49% und 51% hat die Frau. Aber das ist schon mal etwas und so. Papierarbeiten ist viel Laufereien für ein Gewerbe aufzumachen, aber und die wollen das Geld auch vorher sehen von den Steuern. Du wirst erst ein Jahr eingeschätzt, was du einnimmst und so.
Das, was sie schätzen, das nimmst du leicht und locker ein. Das habe ich auch schon festgestellt. Und du kriegst ja nur einen Gewerbeschein für ein Gebiet. Ja. Und ja, so mit Miete, was sich alles so vorstellen und so. Ja, willst du eine gute standardeuropäische Wohnung haben, da musst du schon mit 300 bis 350 Euro ausrechnen, egal wo. In Bangkok vielleicht ein bisschen mehr, Touristen gehen auch ein bisschen mehr. So ein bisschen auf dem Lande kannst du so rechnen, so ungefähr so zwischen 200 und 300 für eine gute Ausstattung. Ich bezahle in Resort 120 Euro plus im Monat plus Strom und Wasser. Strom ist ein bisschen teurer, Wasser ist fast Geschenk. Es ist nicht viel. Ja, ich lebe jetzt ein Jahr und ein paar Monate, aber ich habe 7 Jahre vorher auch Thailand besucht. Ich bin nicht als Tourist gekommen, ich habe mir das Land richtig angeguckt und so. Ich habe viel gelernt durch meine Frau, durch die Behördengänge und so. Sie hat viel gemerkt, genauso wie jetzt mit Ummelden und allem und dran. Nur meine Rosa-Karte kriege ich neu. Und dann die haben das nicht gehabt. Die kann ich in 2 Wochen abholen. Und wenn man schon über 60 ist, steht da drauf, gültig bis zu Tode. Ja, steht bei mir drauf hinten auf der Karte. Ich habe mal geguckt, bei meiner Frau ist das seit 10 Jahre gültig. Und dann habe ich gesagt, wie lange ist bei mir gültig? Ich gucke auf die Frontseite unten, steht auf Thai, gültig bis zu Tode. Ja, kann man sagen, so ungefähr. Alt wird man hier in Thailand nicht, im thailändischen Alter. Ja. Ja, und dann, ich habe zwar auch ein Geschäft, ich würde gerne auch ein Baugeschäft hier aufmachen, aber man ist zu alt und man muss zu festlässige Leute haben. Die Chancen ist hier groß, wenn man jung ist, mache eine Baufirma hier auf mit einem Kompion, dass du praktisch meisten investierst und die meisten Zusage kriegst. Es gibt noch genügend hier, was man hier anfangen kann mit guten Ideen, wenn man jung ist. Und man muss ehrgeizig sein, sonst wäre es so nirgendwo. Ja, sonst ist das ein sehr schönes Land, ruhig, aber viele kommen, junge Leute her, mit Träumen. Wie heißt das? Träume sind Schäume. Ja, dann sind sie 1, 2, 3 Jahre hier, dann gehen sie kaputt nach Hause, dann haben sie nichts und dann ist das Gejammer groß. Ja. Viele erzählen Quatsch und Story, erzählen die Schönheiten, wie schön Thailand ist, aber die wahre Hintergründe erzählt keiner. Oder wenn einer Misserfolg hat, erzählt keiner. Man denkt immer, hier in Gefängnissen sind nur Thais. Nein, es sind auch viele noch andere, die Straftaten gemacht haben und abgeschoben haben. Da sind viele weiße Leute auch in Gefängnissen und so. Forsch mal ein bisschen im Internet. Da gibt viele, die reden frei, dass sie in Thailand waren für 2, 3, 4 Jahre im Gefängnis. Und für was und so. Aber das hört sich keiner im Internet an. Oder die schreiben das nicht rein. Ja, dann sollen sie mal offen und ehrlich sein. Ja, ich habe damit schon ein bisschen Erfahrung mit Abschieben und so. Durch Amerika, durch meine Ex-Frau, wenn sie verrückt spielt und so. Das ist immer so, wenn ich die Story erzählen würde, das wird keiner glauben. Wie schnell und wie leicht das ist. Und das ist in jedem Land so. Ja, meine Leute, überlege, wenn ihr auswandert, was ihr macht. Ich rate immer, behalten, rückhalten, ein bisschen an Geld, dass du freiwillig gehen kannst. Wenn du nicht freiwillig gehen kannst, keiner bezahlt deinen Flug. Nicht mal der Botschaft hilft dir. Die sagen, hast du Verwandten, die können dir was schicken. Wenn die dir helfen, ist das gut. Wenn nicht, dann ist die Arschkarte. Ja, das war ein kurzes Thema. Bis zum nächsten Mal. Ciao.